Ja, für mich ist es ist wichtig für einen Verein, dass wir eine Runde weitergekommen sind, dass die Mannschaft die Nerven bewahrt hat, weil man braucht da gute Nerven zu, wenn man 1-0 hinten liegt, die Stimmung hier so toll ist und die Trierer so toll fighten. Also es war ziemlich schwierig, wir haben in der ersten Halbzeit überhaupt gar nicht zu unserem Rhythmus gefunden. Wir haben sehr schlecht gespielt und haben das aber in der zweiten Halbzeit ein bisschen korrigiert. Und da haben wir jetzt auch besser gespielt, haben dann auch ein Tor gemacht. Aber irgendwie haben wir in der zweiten nicht mehr reinbekommen und mussten dann in die Verlängerung gehen. Und zum Schluss hat dann eine individuelle Klasse und von Dennis Aogo dann das Spiel entschieden. Ja, und ich brauche Spieler, die Verantwortung übernehmen, wenn es eng wird. Und Dennis hat das gemacht. Jeder Sieg gibt ein bisschen Selbstvertrauen. Wir gehen in die nächste Runde. Wir freuen uns auf die Auslosung, ja, und müssen sehen, dass wir am Sonntag einfach Leistung bringen und die Kaiserslautern schlagen. Und jeder Sieg gibt Selbstvertrauen. Ja, ich treffe den Ball natürlich optimal und der schlägt, glaube ich, im Winkel ein. Und ja, ich bin überglücklich. Es war mein erstes Pflichtspieltor für den HSV. Und dass wir da noch eine Runde weiter sind, so entscheiden war, das natürlich umso schöner. Ja, es war natürlich ein schwieriges Spiel für uns. Wir haben ein relativ frühes Gegentor bekommen und so war das ja, etwas schwierig gegen sehr, sehr tiefstehende Trier. Aber ja, am Ende sind wir der Sieger und ich glaube, das ist das, was zählt. Ich glaube, in ein paar Wochen wird keiner mehr fragen, wie das Spiel war, sondern nur, dass wir weiter sind und das ist das Wichtigste. Ja, ich glaube, es ist genauso wichtig für den Trainer wie für die Mannschaft, wie für den Verein. Ich glaube, der DFB-Pokal ist auch immer die schnellste Möglichkeit, ins internationale Geschäft zu kommen und von daher sollten wir die Chance wahren und das haben wir heute gemacht, auch wenn es schwierig war und nicht alles gut war, was wir gemacht haben. Aber das Wichtigste ist, dass wir eine Runde weiter sind. Ja, wir hoffen natürlich. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Veränderung es am Wochenende geben wird, aber Sieg ist immer gut. Auch wenn er so war, glaube ich, gibt das Selbstvertrauen und es war wichtig für uns auch nochmal das System, was ja ein neues ist für die Mannschaft auch, nochmal unter erschwerten Bedingungen zu testen und von daher konnten wir heute auch einiges lernen. Ja, das ist immer wirklich ein Pokalspiel, weil du hast nur ein Spiel und verlierst du das Spiel, ja, dann bist du aus. Darum ist es sowieso sehr wichtig. In diesem Moment ist es, glaube ich, noch wichtiger für uns, dass wir auch, wenn wir ein sehr schweres Spiel haben wie heute, dass wir auch als Winner zu Hause gehen. Ja klar, auf jeden Fall. Wir sind stolz auf die Mannschaft, wie wir heute hier aufgetreten sind gegen Hamburg. 120 Minuten zu kämpfen. Und knapp zu verlieren, ist eine tolle Sache für uns. Wir wollten sie ärgern und ich glaube, das haben wir geschafft heute.